ein letztes Mal vor der Weihnachtspause willkommen in der Mystical Legacy Challenge. Ich habe mich heute den Geistern angepasst und habe mich durchsichtig gemacht. Ich habe nämlich total wieder verrafft, dass in meinem Pulli grüne Elemente drin sind. Aber es ist ein geiler, ugly Christmas-Sweater-Pulli mit so einem Lama drauf. Also an für sich feiere ich den voll. Müsst ihr halt ertragen, dass ich halt heute so ein bisschen körperlos bin. Aber wie gesagt, das passt ja zu dieser aktuellen Legacy. Wen haben wir eigentlich hier am Start? Noelia natürlich. Unsere Geister alle versammelt, wunderbar. Wobei Noelia erst jüngst zum Geist wurde, weil sie tot ist. Aber ja, wir haben es geschafft, Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Angela tatsächlich schwanger ist. Und mir hatte dann jemand noch als Tipp in die Kommentare geschrieben, ich hätte eigentlich bei der künstlichen Befruchtung irgendwas anderes klicken können und hätte dann Gidry auswählen können. Habe ich jetzt halt leider nicht gemacht. Ist kein Drama, ne? Vielleicht habe ich auch noch die Böcke und wir machen noch ein zweites Kind mit denen. Oder vielleicht müssen wir auch, wenn das erste ein Junge wird. We will see. Dann habe ich vorhin schon mal, bevor ich jetzt in den Stream gehüpft bin, bin ich hier in dem Kinderzimmer oder im zukünftigen ehemaligen, wie auch immer, Kinderzimmer wieder eskaliert. Das war jetzt zuletzt ein Noelias Schlafzimmer. Und ich habe das gerade eben schon so im Just Chatting gesagt, dass es eigentlich total schön ist mittlerweile, dass dieses Haus so eine krasse Story halt hat und so eine richtige Seele langsam bekommt. Weil ganz am Anfang war das hier ja das Zimmer von Noelia. Am Ende war es auch wieder ihr Zimmer. Zwischenzeitlich war es das Zimmer von Blanche und Angela. Also, und jetzt kommt die nächste Generation da rein. Das ist halt total cool, muss ich sagen. Also, I like it very mucho. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es total toll, dass wir hier mittlerweile so eine richtig krasse Story einfach haben und so einen richtigen Background. Nee, also Loriando hat gerade noch eine Frage gestellt von wegen mit den Inselgeistern in Sulani. Nee, also mit den Geistern sind wir dann hier im Prinzip durch. Aber es wird auf jeden Fall irgendwie nochmal zwischenzeitlich quasi nach Sulani gehen, weil wir werden natürlich auch eine Meerjungfrauen-Generation haben, ist ja klar, ne? Jetzt nach den Geistern, hatten wir da eigentlich schon irgendwas gesagt, was jetzt mit dem Kind, was ja Angela, ich drück mal auf Play, was mit dem Kind von Angela und Gidry so Sache sein wird. Wir hatten erste Generation Weihnachtsmann, zweite Generation war Osterhase und dritte Generation halt per Zufall war dann halt Geistergeneration, weil die Kids ja aus dem Wunschbrunnen halt als Geister kamen. Das wollte ich eigentlich an der Stelle noch nicht machen. Mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, dann halt zur Vogelscheuche zu gehen. Wir könnten natürlich jetzt dann auch noch tatsächlich den nächsten Plan halt vervollständigen und halt mit Patchy ein Kind bekommen. Also, dass das Kind von Angela und Gidry halt ein Patchy-Kind wird. Das wäre auf jeden Fall auch machbar. Und dann würden wir Patchy halt auch in unseren Haushalt holen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Oder wir bleiben halt eher in diesen übernatürlichen und, also gut, das sind alles Okkulte, die nicht reell sind. Wir könnten aber natürlich auch mit dem Kind von Angela und Gidry dann schon zu den Vampiren oder zu den Werwölfen übergehen, wie auch immer. Ich müsste nochmal in meine ganz ursprüngliche Liste gucken. Schnuckel, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir da oben dieses Notizbuch geben? Das, diese grünen, ja, guck mal bitte, zieh da mal das da, das hellgrüne, das, ja. Ja, genau, ich glaube, da ist es drin. Wir gucken einfach mal, Leute. Ich glaube, hier ist meine schlaue Liste drin. Nee, hier ist sie natürlich nicht drin. Ah doch, hier ist sie drin. Hier ist sie drin. Hahaha. Also. Genau, passt auf. Magier gab es auch noch nicht. Nein, genau. Kinder von Inselgeistern haben immer so tolle Fähigkeiten. Naja, vielleicht, ich weiß halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit den Inselgeistern habe ich selber auch noch nie richtig erkundet. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie kombinieren. Ist das machbar? Wenn das machbar wäre, dann können wir das sehr gerne auch tun. Guck mal, kannst du den da mal weglegen, den da mal wegtun und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Aber
Ich glaube, super viele wollten das halt eh schon mal wissen. Ich habe es immer so ein bisschen so geheim gehalten, was aber eigentlich auch Quatsch ist, muss man ja gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das spielen will. Aber da es jetzt eh komplett durcheinander geworden ist und eigentlich auch nicht so schlimm und so relevant, so pass mal auf, hier mach mal direkt da ein bisschen, ne? Mike hat seine Hausaufgaben fertig. Das ist hervorragend, weil wir wollen ja, dass er in der Schule besser wird. Und auf jeden Fall hatte ich mir ursprünglich mal vorgenommen, 12 Generationen. Und in der Zwischenzeit sind die Werwölfe dazugekommen. Das heißt, es sind 13 eigentlich. Und zwar, Santa, wieso gehst du da hin und machst das kaputt? Kannst du es bitte reparieren? Santa, der Osterhase, die Vogelscheuche, der traurige Clown, dann Servo bzw. die Roboter, Alien, Vampir, Hexer, Meerjungfrau, Pflanzensim, Geist und Tod. Also mit dem Sensenmann selbstverständlich auch. Also das war ursprünglich mal die Reihenfolge. Irgendwo zwischen Vampir und Hexer würde ich jetzt auch die Werwölfe halt ansiedeln. Aber wir können natürlich so ein bisschen halt in unsere ursprüngliche Reihe, sag ich mal, zurück. Und jetzt mit der Vogelscheuche weitermachen. Und von daher, ja, könnten wir das tun, Leute. Das könnten wir tun. Also das war ursprünglich die Reihenfolge, die ich mir mal aufgeschrieben hatte. Wie ich dachte, dass es spannend sein könnte und so weiter. Es ist auf jeden Fall echt halt eh cool. Oh mein Gott, Cupid ist in die Jahre gekommen. Jetzt ernsthaft? Jetzt? So langsam willst du uns verlassen? Seriously? Dann kriegst du nochmal schnell ein Leckerchen und so, ne? Scheren. Also den lassen wir natürlich einen Todes sterben, weil das ist irgendwie... Und was? Nein, wer ist gestorben? Ach, Carolina Harris? Das war doch jetzt noch ihre nächste Arbeitskollegin, oder? Wieso arbeiten da halt auch einfach alles nur Rentner? Oh Mann. Da arbeiten echt nur Rentner. Naja, egal. Guck mal hier. Komm mal, Futter verstreuen und Futter verstreuen. Eier einsammeln und Stall säubern. Hervorragend. Gidri, Schätzeken, wie geht es dir? Kannst du... Oh mein Gott, hier liegt einfach noch unsere... Kannst du bitte einfach einmal alles ernten, Gidri? Ich komme einfach momentan nicht hinterher. Dann machen wir zuerst Patchy, Leute. Ich bin auch dafür. Hallöchen, Lisali. Schön, dass du da bist. Gidri, kannst du den Rest auch bitte noch machen? Guck mal hier, dann verkauf mal die da noch. So, wir haben nämlich auch in der letzten Zeit echt so den Hof, also den Garten und die ganzen Pflanzen und das alles echt super krass vernachlässigt. Und deswegen wäre es eigentlich voll schön, wenn wir mit der Generation dann halt mit Patchy sozusagen dann auch wieder ein bisschen mehr Fokus halt wirklich auf den Garten und so legen. Und vielleicht können wir dann auch den Garten und das Haus mal wieder noch ein bisschen umgestalten. Ich wollte es ja die ganze Zeit schon machen. Aber dafür müssten wir halt tatsächlich wahrscheinlich einen kompletten Stream machen, weil das sonst zu aufwendig wird. Okay, gucke mal hier. Ach, guck mal, sie ist jetzt auch endlich mal glücklich, dass sie verheiratet ist. Frisch verheiratet. Schön. Also irgendwie scheint sie das ein bisschen überwunden zu haben. Aber das mit dem Kind ist halt noch nicht so, ne? Aber gut, dann streichel ihn mal und umarm ihn mal. Ja, unser armes Kleines. Also kann bitte noch mal einer festhalten, wie unfassbar lange dieses Lama lebt. Ich schwöre es euch. Das ist schon, guck mal, das ist schon fast wie Santa. Das ist eigentlich schon fast wie Santa. Das lebt ewig, das Tier. Das ist der Hammer, ehrlich. Okay, Leute. Ich glaube, da haben wir jetzt so unsere ganzen Zwerge, ich liebe es. Haben wir das eigentlich jetzt soweit ganz gut im Griff? Ich gehe nochmal mit Gidri hier so ein bisschen über unser Grundstück. Wir gucken nochmal, ob hier irgendwie was ist, was für das Spukhausgleichgewicht sorgen würde. Hallöchen, Fino. Ja, er bräuchte wirklich so eine rote Nase wie Rudolf. Santa, kannst du was stricken? Er ist gelangweilt, weil er drinnen eingesperrt ist. Santa, gar kein Problem, geh raus. Ist kein Thema. Gerne jederzeit. Siehst du, das Atelier haben wir auch lange nicht benutzt. Ich sag's euch. Kampf gegen die Erkältung, na, ist ja super. Schön.
Schön, 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 schön. Das ist immer das Geräusch von den Stoffhasen und ich finde es so schade, dass sie, also von den Staubhasen, und ich finde es so schade, dass sie nicht mehr da sind. Fütter ihn nochmal. Was? Hangover? Hast du auf der Hochzeit von deinem Enkelkind so viel getrunken oder was? Ja, kommt mal vor, ne? Kommt vor. Und wie immer einfach Santa komplett einfach nur in Jogginghose unterwegs. Also Schlafanzug. Das ist eigentlich so geil, ich schwör's euch. Ja, wir könnten ihn auch mal wieder ein bisschen umstylen vielleicht, ne? Naja. Was hat er denn da? Von Aria nicht gemocht werden. Ach ja, stimmt. Santa, falls du es vergessen hast, du bist von Natur aus eine gute Seele. Nur so als Info. Alrighty. So, wie sieht's mit den Hühners aus? Hast du denen da jetzt denn überall Futter hingemacht? Hühner zum Fressen rufen, mach mal bitte. Okay. Ja, okay, da hat auf jeden Fall irgendwie alles geklappt. Ich glaube, er hatte auch ein Brutei eingesammelt. Jawohl. Was? Sind schon wieder alle voll, oder was? Ja, Tatsache. Okay. Cool, 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 cool. Die Hühner haben bestimmt alle keinen Namen oder heißen einfach alle Nugget. Männliches Küken, einen Namen, Bibo. Bibo war, glaube ich, auch schon 2-3 Mal da. Ist mir auch Leo, Henriette, Kuckuck. Ja, wunderbar. Super kreativ. Like always. So, Angela, wie geht es dir denn ansonsten so? Wie wär's denn, wenn du mal mit Gidri zu so einer Beratung gehst für junge Eltern? Wo ist Gidri? Ach, da steht er rum. Ich sag ja, das Grundstück ist eigentlich zu groß. Guck mal. Geh mal zu ihm hin. Pregnancy. So, jetzt gucken wir mal hier. Nee. Offer to go, ne, für die ungewollte Schwangerschaft. Ja. Weil sie wollte es ja eigentlich nicht. Aber naja. Es müssen halt Dinge getan werden. Super. Die zwei gehen jetzt da zu der Beratung. Omelette, ja, ich find's auch cool. Ich mag die Namen schon. Das ist schon cute. Aber sie heißen halt, wie gesagt, einfach alle immer Omelette. Weil ich einfach immer zu faul bin, die irgendwie anders zu benennen. Okay, Santa, kannst du vielleicht noch irgendwas Feines stricken oder so? Strickkleidung. Tierkleidung stricken. Lama. Verhilf deinem Lama zu einer intellektuellen Ausstrahlung. Mütze und Schal in kühlen Blautönen. Das ist für einen Huhn, ne? Für einen Huhn. Ja, mach mal bitte. Wow, funktioniert super. Willst du dich schlafen legen? Ah, ne, jetzt geht er da stricken. Okay, perfekt. Cool, 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 cool. Sehr schön. Kann er Zusatzaufgaben machen? Ja, kann er. Bei Mike habe ich übrigens mal reingeschaut, was er denn so für eine Persönlichkeit hat, ne? Wir haben ja jetzt mit ihm sozusagen noch die Aufgabe von wegen, dass er halt in der Schule besser wird. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Sollte, glaube ich, kein Problem sein. Und dann habe ich mal geguckt, von der Personality her ist er halt auch eigentlich echt interessant, ne? Er ist ein Vielfraß, er ist kleptomanisch, er ist ein Geist, er ist niederträchtig. Er ist ein natural born actor, also das heißt, er hat wohl ein sehr krasses Talent für Schauspielerei, was irgendwie witzigerweise dazu passt. Und also kochen kann er nicht, keinen grünen Daumen. Er ist noch ein Programmiergenie, das halt auch. Und jetzt könnte man halt, es gibt jetzt zwei Wege, was wir machen können. Hallöchen Sato. Da hat jemand hat versucht Werbung zu machen im Chat. Den kannst du, den Don Peppers, den kannst du raushauen.
Ich hatte Helga oder Olga heißen sie immer bei dir. Ist auch schön. Ist auch schön. Wir hatten jetzt, also wir könnten jetzt überlegen, dass wir ihn entweder Schauspieler werden lassen, dass er halt irgendwie vielleicht auch einfach so ein richtiger Bad Boy Promi wird. Also als Kleptomane und niederträchtig und keine Ahnung. Also dass er halt einfach sehr berühmt wird, aber halt eigentlich voll das Arschloch ist. Entschuldigung. Aber ist halt so, ne? Oder wir lassen ihn Programmierer werden. Das wären jetzt so die zwei Optionen. Aber ich würde ihn auf jeden Fall gerne an die Uni schicken wollen. Und schön, dass Veronica da ist. Kennst du sie überhaupt? Das ist ja mal wieder der absolute Kracher. Der kennt die gar nicht. Ich sag's euch, ne? Ich sarret euch. Was ist eigentlich hier los? Was ist hier eigentlich los? Macht direkt mal ein paar Selfies mit ihr. Und du hast einfach immer noch kein eigenes Telefonding hier. Nee, das ist ein bisschen zu lila. Also, ich muss wirklich ein bisschen mehr darauf achten, die Familie irgendwie ein bisschen besser zusammenzukriegen, dass die sich auch alle kennen, dass die alle irgendwie gut miteinander sind und so. Aber ja, ist auch interessant mit der Bank so durchs Gesicht hinweg, ne? Aber das sind halt Geister. Schön. Mensch, kennt ihr euch wenigstens ein bisschen besser? Ist immerhin irgendwie deine Tante. Dann gib mal vor, tough zu sein. Okidoki. Ach so, ja, ich habe immer noch diese Geistmod. Ah, wie sieht's aus? Oh, das sieht nicht gut aus. Not ready for this. Also diese Therapiesitzung hat scheinbar wohl nicht wirklich was gebracht. Die Session war überhaupt nicht hilfreich. Ach du je. Ach du je. On different sides. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Gidri, kannst du denn irgendwie zu Angela gehen und ihr irgendwie so ein bisschen sagen so, hey, mach dir keinen Stress, keine Sorge wegen der Schwangerschaft, wir kriegen das hin, zeig dich mal begeistert und dann könnt ihr noch zu dieser quasi Schwangerschaftsdings-Sitzung da gehen. Try to reassure, genau. Sag ihr nochmal, hey, mach dir gar keinen Kopf, ne? Wird ja höchstwahrscheinlich auch unser einziges Kind. und dann hier Early Parenthood Class. Dann gehen die noch dahin. Sehr gut. Jetzt gehen die da noch hin. Ich therapiere die jetzt fertig, Leute. Ich therapiere die jetzt, die zwei. Das erinnert an Joe und Fabio mit Angela. Ja, schon so ein bisschen, ne? Nein, wir haben die Schwangerschaft nicht richtig gecheatet in dem Sinne. Wir haben eine künstliche Befruchtung gemacht. Aber Sarah war nicht clever genug und deswegen hat sie jetzt irgendwie nicht die Gene von Gidri da drin, sondern von irgendwem anders, weil ich nicht gecheckt habe, wie es geht. Aber ja, in der Theorie ist das Kind jetzt mit künstlicher Befruchtung unterwegs. Jo, also, was kann ich dich denn noch machen lassen, du Guda? Guck mal hier, wie wäre es, wenn du ein bisschen trainieren gehst? Rest. Mach mal Training. Jo. So, wie gesagt, die zwei jetzt bei der Beratung und so. Ja, tschüss, Veronica, war nett mit dir. Und Santa geht's an für sich ja auch super. Hatte er jetzt hier das eine Bild fertig gemalt? Dann kann er das nämlich verkaufen. Nee, hat er immer noch nicht. Das lasse ich ihn mal jetzt noch fertig machen. Ach, ich wollte ihn auch endlich mal hier ein bisschen mit dem Fabrikator irgendwie weiterkommen lassen, aber so richtig... So richtig, Leute, ne? Hey, ich habe ein Geschenk für dich. Och Mensch, Sebastian. Wie, du bist jetzt unser Nachbar? Wie geht das? Du hast doch studiert, Kollege. Boah, wir müssten dann irgendwann auch mal wieder so ein Spin-off machen. Mit, um zu gucken, was eigentlich los ist bei unseren ganzen Kindern. Wie süß. Und wie süß es auch einfach ist, dass Santa jetzt mittlerweile das Malen so krass für sich... Oh, er hat auch einfach ein Meisterwerk fertiggestellt, krass. Wie süß er das Malen halt so für sich entdeckt hat, jetzt seit seine,
seine Frau, unsere gute Gründerin Selina, ja verstorben ist. Jetzt, der ist ja immer da in dem Atelier, ne? Aber wahrscheinlich, weil er sich dann so ein bisschen nah fühlt irgendwie. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Stopp. Ist er jetzt schon weg? Nö. Dann bitte ihn mal abzuhängen. Alrighty. Frag einfach mal, wie es deinem Enkel so geht. Und wir können ihn ja mal fragen, so von wegen Karriere, weil ich gerade halt absolut gar nicht weiß, ob er noch studiert. Oder ob der da im Prinzip schon durch ist. Er ist arbeitslos. Okay, also müssten wir theoretisch wirklich mal in seinen Haushalt, um mal zu gucken, was da jetzt zu meiner Zeit... Okay, interessant. Was ist das? Oh, es geht ihm ganz schön schlecht. Okay, ah, super, die zwei sind zurück. Okay, es geht ihr immer noch scheiße. Zweites Trimester, ungewollte Schwangerschaft. Cool. Richtig nice. Dann theorisiere mal über Aliens. Lass die Dreamer das Baby fühlen und so weiter. Jo. Tschüssi. Ach, Leute. Wisst ihr? Ach, Mensch. Die zwei. Die zwei. Ich bin noch gespannt, aber ich habe das Gefühl, das wird uns noch Nerven kosten. Frisch angetrauten Sim... Ach, Techtelmechtel wollt ihr machen? Das mal von ganz alleine? Naja, ich werde mich nicht beschweren, aber hat nicht so funktioniert, hä? Hat nicht so funktioniert. Oh mein Gott, wie viele Geister einfach immer hier rumgeistern. Wer bist denn du? Ach, das ist Mike. Leute. Und sie will sich jetzt ausheulen gehen, oder was? Hajo. Oh Mann. Dann gibt ihr danach nochmal selbst Zuspruch irgendwie. Gucken wir mal, dass wir sie ein bisschen aufpäbbeln. Mike, was tust du? Kommen Sie bitte rein. Du kannst auch einfach dich ausheulen gehen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber bitte nicht erfrieren. Das ist so crazy, wie die hier so rumgeistern, ne? Peacefully haunt the lot. Das ist schon echt krass. Das ist schon cool gemacht. Ja, das sollen Geister sein, genau. Die sind halt nur also die haben unterschiedliche Farben, weil sie unterschiedliche Stimmungen dann haben. Jo. Jo. Können wir nochmal irgendwie mit Gidri schnattern, was die Schwangerschaft anbelangt? Guck mal, mach mal einen koketten Witz. Also die Geister müssen ja jetzt gar nicht mehr schlafen, ne, weil ich ja diesen Mod drin habe. Dann redet mal in Leben, schwelgt mal in Lebenserinnerungen. Jetzt geht's ihr auch wieder gut. Super, mach ihm mal noch ein Kompliment. Und dann schauen wir mal rein. Also ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen sollten, dass sie so Frieden halt mit dieser Schwangerschaft schließt, aber wir werden es sehen. Teil mal deine Sorgen. Ja, meinetwegen... Flirte halt auch mit ihm. Und du, ja, ihm geht's halt bombastisch. Er ist halt eh glücklich drüber, ne? Red über Ängste. Sehr schön. Und mal gucken. Och, da ist schon wieder Temperance. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Alter, wieso tauchst du eigentlich immer wieder auf unserem Grundstück auf? Wir haben hier jede Menge Götzen stehen. Das ist nicht dein Ernst, ja? So, Gidri, jag sie davon. Kannst du ihr gemein sagen, dass sie abhauen soll? Temperance befehlen zu putzen, das wäre natürlich auch was. Nö. Er kann alles Mögliche, aber ihr nicht sagen, dass sie weggehen soll. Das ist wieder super.
Das ist wieder richtig toll. Wieso brennt denn unser Götze nicht? Wo steht denn der eigentlich nochmal? Hier steht einer. Hier. Guck. Da. Ich stelle ihn direkt vor dich. Was? Hier. Zack. Guck. Hier. Fürchte dich. Genau. Da. Der da ist für dich. Siehst du den? Du hast hier Wegzug. Verschwinde. Ja, ja. So sieht's aus. Aber dass ich der auch nicht einfach sagen kann, dass sie gehen soll, ne? Naja. Ach, was soll ich dazu sagen, Leute? Wir müssen es scheinbar erdulden irgendwie mit Temperance. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal. Und er unterhält sich hier mit einem anderen Geist. Ist irgendwie auch süß, ne? Versuch mal zu kommunizieren. Kannst du ihm irgendeine Gabe? Gib ihm ein Foto. Oh, Kategorie. Oh, danke schön. Danke schön. Ich bin aber auch im Moment so vergesslich. Alles gut, Sato. Wenn man das doch nicht spielt, das Spiel, dann woher soll man wissen, wie die Geister in Sims aussehen? Vor allem muss man ja dann auch erstmal das Pack dafür haben. Keine Staubhasen, aber Temperance immer am Start. Ist so. Ist so. Fürchterlich. Nee. Ach Gott, sie ist so depressed, ne? Kannst du die Kummer-Hotline anrufen? Hilft dir das? Wieso ist eigentlich dein Telefon die ganze Zeit auf lautlos? Die Frage ist, Geburtshelfer anrufen. Muss ich das machen, um die Hausgeburt zu machen? Mach mal. Die Wahl der richtigen... Pass auf. Die Wahl der richtigen Geburtsmethode für dich und dein Baby kann eine schwierige Aufgabe sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sodass man sich leicht im medizinischen Fachbegriffen verlieren und durch die unzähligen Entbindungspraktiken verwirren lassen kann. Welche Methode ziehst du in Betracht? Chirurgiemaschine, natürliche Geburt oder Kaiserschnitt? Das ist der Realistic Childbirth Mod oder so. Irgendwie so heißt der. Auf jeden Fall, das finde ich ja sehr interessant. Wir hatten, glaube ich, eigentlich irgendwie mal angedacht von wegen, dass wir vielleicht eine Hausgeburt machen. Aber Kaiserschnittgeburt wäre natürlich auch easy, ne? Also easy ist es, glaube ich, halt eh nie. Das ist auch ein OP, aber ne? Ich möchte ich auf jeden Fall nicht diese natürliche Geburt, weil das habe ich nämlich schon mal ausprobiert und es hat Ewigkeiten gedauert. Dann würden wir einen Part lang nur die Geburt sehen. Ich schwöre es euch. Ich habe das mal privat angezogen. Ich habe gedacht, wann kommt das Kind denn da rausgeploppt? Dann lasst uns doch den Kaiserschnitt machen, oder? Ich bin irgendwie auch dafür. Wir nehmen den Kaiserschnitt. Das finde ich angenehm, weil ich glaube, das wäre tatsächlich auch etwas, was... Kaiserschnitt. Ein Kaiserschnitt ist die chirurgische Entbindung eines Babys durch Einschnitte in Bauch und Gebärmutter. Du bist während der Geburt wach und dein Baby wird dir direkt nach der Geburt übergeben. Du kannst ins Krankenhaus reisen, sobald deine Wehen beginnen. Das medizinische Team wird dich bei deiner Ankunft auf die Operation vorbereiten. Der typische Kaiserschnitt dauert etwa 45 Minuten. Nach der Geburt des Babys vernäht dein Arzt die Gebärmutter und schließt den Einschnitt in deinem Bauch. Hallöchen, Lilly. Doch, ich finde das, glaube ich, cool. Es hört sich total gruselig an. Es ist, ganz ehrlich, es ist auch was Gruseliges. Aber ich würde sagen, weil wir das noch nie gesehen haben, wir wählen das. Angela hat Kaiserschnitt gewählt. Wenn du deine Meinung ändern möchtest, okay. Ja, cool. Also, ich bin dafür, Leute. Sehr spannend. Wir werden sehen, wie es läuft. Also, ich glaube, in diesem Part wird das Baby noch nicht geboren. Beschwer dich mal über Rückenschmerzen bei Gidry. Er muss da komplett mit. Siehste, ich dachte gerade eben schon, dass irgendwo so ein Babygeschrei ist. Jetzt habe ich das schon wieder gehört. Das ist ja voll gruselig. Ich schwör's euch, dieses Spukhaus, ne? Also wenn ich da drin leben müsste, das würde mir echt Angst machen.
Okay. Gidri, kannst du noch irgendwas tun, um deiner Angetrauten noch ein bisschen irgendwie mehr Motivation... Ey, das ist einfach komplett creepy. Das ist einfach komplett creepy, diese Nummer. Santa, wieso geht es dir so unfassbar schlecht? Bitte geh einfach duschen. Vorsichtig duschen, ja. Ist ja irre creepy, ey. Boah, mir läuft gerade echt so ein richtiger Schauer runter. Ja, das, was ihr da gerade übrigens in den Chat schreibt, das ist true. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay, okay. Was können wir noch tun? Ach, biete ihr eine Massage an für die Rückenschmerzen. Ach, ist das süß. Okay, Santa ist geduscht. Hervorragend. Das ist ja der Wahnsinn. Dann nimm mal Reste. Es ist einfach 1 Uhr nachts, ne? Und alle springen hier rum. Ich schwöre es euch. So, kannst du das mal bitte polieren, Mike? Wäre voll toll von dir. Ach, wie süß. Geh mal noch zu deinem Opa. Beschwer dich über Probleme. Und, ach so, sie ist sich gerade am Ausheulen. Das ist okay. Bitte ihn um Rat. Und dann kannst du ihm das ja auch nochmal mit der... drück deine Gefühle aus über die Schwangerschaft, weil er kann dir auf jeden Fall viele Tipps geben. Er hat hier schon einige Kinder groß werden sehen in diesem Haushalt. Jo, es ist wieder Cheerleader-Tag oder sowas. Dann, genau, sag ihm auch nochmal, dass du eigentlich irgendwie ungewollt schwanger geworden bist. Okay, es war zwar eine geplante künstliche Befruchtung, aber eigentlich wolltest du das irgendwie dann doch nicht. Oh ja, das reicht. Also das Thema ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema für sich. Aber ja, Leute, guck mal die zwei am Dancen da drüben. Guck sie dir an hier. Einfach Gidri und Mike hier voll am Dancen. I love it. Ach, Angela. Mensch, Kind. Ach, es geht dir aber halt auch echt schlecht, ne? Kann sie hier die Kummer-Hotline anrufen? Ich glaube ja, ne? Kummer-Hotline anrufen. Machen wir danach auch nochmal. Mal zu gucken, dass wir diese super traurige... Ich meine, sterben kann sie nicht. Sie ist halt eh schon tot. Ich liebe übrigens das Zimmer immer noch von den beiden. Das ist schon nice. Aber trotzdem, ne, sie muss ja nicht die ganze Zeit so super depressed sein. Das tut mir echt leid für sie. Können wir ansonsten noch irgendwas machen jetzt gerade? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Wir können es aktuell nur refusen. Das wollen wir eigentlich nicht. Dann geh doch noch mal zu der Vorbereitungsgeschichte. Ja, das wäre super. Warum ist er jetzt so traurig? Sims auf dem Rückzug. Okay. Ungewollte Schwangerschaft. Ja, so ist das. So ist das. Aber auch dieses Kind werden wir groß kriegen, Leute. Definitiv. So, ich lasse jetzt hier die Geister noch mal ein bisschen... Oh Gott, wie süß die zwei sitzen hier einfach. Guck mal. Guck mal. Einfach Selina und Gidri, weißt du, sitzen da. Beide an den PCs. Es ist ein ganz normaler Tag hier. Ein ganz normaler Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er noch wieder am Dancen, hä? Geisterwachs. Ja, kannst du verkaufen für 300. Hör mal, läuft. Läuft. Naja, Leute. Also, jetzt ist Angela ja gerade noch mal bei dieser Vorbereitungsgeschichte. Es hat bisher noch nicht so richtig funktioniert, dass wir das hinbekommen, dass sie Frieden schließt mit dieser Schwangerschaft. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Wir haben uns für den Kaiserschnitt entschieden. Ich bin sehr gespannt, wie das dann abläuft im Krankenhaus. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz interessant auf jeden Fall.
Und ich denke, im nächsten Part, im neuen Jahr dann aber erst, werden wir hier die Geburt der neuen Generation erleben. Und ich bin gespannt. Und bitte betet mit mir, dass es ein Mädchen wird und dass wir nicht mit den beiden tatsächlich noch ein Kind auf den Weg bringen müssen, weil ich glaube, sonst kriegt sie wirklich eine komplette Depression. Ganz lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen an dieser Stelle in der Mystical Legacy Challenge für dieses Jahr. Bis dann!